So, Marlon. Einen wunderschönen guten Tag. Also, für unser erstes neues Video fangen wir direkt mit einer Abholung an. Ein BMW M3, der ganz neue. Den haben wir jetzt im November bestellt. Und der ist angekommen, zugelassen ist er. Ja, haben jetzt 9 Uhr in the morning. Und früh. Wir holen das Auto jetzt ab und bringen das Auto direkt zu der Firma ASG Sound, Namensvetter, zu dem lieben André. Und da bekommt er natürlich sofort die Abgasanlage gemacht, weil ich habe schon vorher mal gehört, was da rausdröhnt. Und das ist jetzt nicht besonders feierlich. Ohne Witz. Und ja, wir gehen jetzt zum Autohaus. Oder wir fahren zum Autohaus und holen das schöne Stück ab. Und gleich kannst du ja ein bisschen mehr zeigen, oder? Auf jeden Fall. Sehr ja. Gespannt. Ist ein Black Beast. Also ist alles schwarz geworden. Okay, das ist geil. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Ne? Dann bis gleich. Bis gleich. Bei der Firma Kaltenbach in Remscheid. Das ist der Richard. Richard, stell dich mal vor. Richard Sadawoschny, mein Name. Ich mache hier den Verkauf neuer Automobile und gebrauchter Automobile und übergepolte das Fahrzeug an den Harun. Perfekt. Und was sagst du? Ja, gefällt mir jede Minute mehr. Ne? Ja. Gefällt mir echt jede Minute mehr. Also anfangs war ich ja sehr skeptisch, was das Auto angeht. Ja, wegen der Front, ne? Ja, wegen der Front. Aber jetzt, wo das Kennzeichen, meine Initialien drauf sind, gefällt es mir immer mehr, muss ich ehrlich sagen. Aber die Farbe ist auch brutal. Schwarz, schwarz. Schwarz ist ja eigentlich keine Farbe, aber... Ja. Ja, das ist die Farbe der Zukunft. Ansichtssache. So sieht's aus. Ja? Ja, jedes zweite Fahrzeug ist heutzutage schwarz, aber das wirkt auf dem Fahrzeug wirklich gut. Vor allem mit dem 19 Zoll vorne, hinten hat er die 20 Zoll Schmiedefelgen. Ja. Auch in der Performance nochmal deutlich besser. Also du kannst dir im Vergleich mal zeigen, dreh mal die Kamera. Ja, okay. Gefällt mir persönlich gar nicht. Ne? Nee. Also ist mir einfach too much mit der Fahrbahn. Die Fahrbahn für sich ist cool, aber... Ja. Ja, das schon. Aber mir persönlich jetzt auch Felgen Farbkombinationen. Finde ich bei dir zum Beispiel auch viel geiler. Ja, ganz anders auch. Ja. Weiß ich halt nicht, ne? Ja. Da haben wir halt nochmal die Hochglanz-Shadow-Line sozusagen, ne? Unten komplett ja. Halt, ne? Die Seiten schneller sind in Hochglanz. Ja, ja, ja. Ja, aber das zeige ich gleich halt vor der Kamera. Also ich habe auch bei der Konfiguration jetzt keine Möglichkeit gegeben, dass sich da irgendwelche Farben zusammenbeißt. Mhm. Hatte ich jetzt keine Lust drauf gehabt. Ja. Unsere eigentliche Bestellung wurde verschoben. Okay. Wir haben eigentlich einen M3 auch genauso konfiguriert, aber mit ein bisschen mehr Ausstattung. Mhm. Also sprich mit dem Race Track Paket. Okay. Aber das Auto kommt leider im Mai und wir dachten uns, wir holen hier was aus dem Bestand. Ja. Das ist jetzt auch die 6. Generation vom M3. Ja. Und jetzt auch diese Schalensitze, M-Carbon-Schalensitze.
Also ich muss sagen, Heck, also Heck und die Schalensitze ist entstufelt. Ja, das ist schön. Die Breite auch hinten steht, ne? Ja, ja. Hinten, das ist. Da war bei dem alten ja auch nicht. Also war bei dem alten auch, richtig. Aber. Aber hier sind die Kanten nochmal anders. Ja, das ist unglaublich. Das ist allein diese Kante hier, ne? Genau. Das ist. Wie man das hinbekommt, weiß ich nicht, ey. Ohne Scheiß. Ja, das ist echt schon heftig. Hast du den Sound schon gehört? Nee, noch nicht. Noch nicht? Nee. Sagen wir. Machst du den an? Soll ich anmachen? Komm, mach du mal. Ballon, komm nach hinten. Dann mach ich die Klappen zu und dann mach ich die auf. Ja. Also, wenn es dir nicht gefällt, wir haben Plan B, ja? Ja, okay. Okay? Plan B, okay. André. Also, wir überlegen das auch schon. Wir haben schon alles jetzt unterschrieben. Ja, wenn ihr was braucht, zu dem Richard, ja, wir sind ganz, ganz lieber. Danke, kann ich auch nur zurückgeben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Na, dann sagen wir mal, fahren wir mal los. Ja. Zu André, der wartet, ein Brötchen. Ich hoffe, wir bekommen Brötchen. Ja, dann. Sehr gut. Wünsche ich ganz viel Spaß auch nochmal. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen danke, uns. Danke. Ja, vielleicht dann beim nächsten Mal auch nochmal irgendein M. Denke ich, würde nicht vielleicht das letzte Mal sein. Ja, sehe ich genauso. Solange das Geschäft läuft, passt es. Dann bis gleich. Alter, ich passe da nicht rein. Ich passe hier nicht rein. Boah, das ist aber echt eng, ne? Du musst ein bisschen verstellen. Okay. Wir haben es geschafft, ne? Haben wir es geschafft. Und was sagst du? So. Hat doch gut geklappt, oder? Ja, sehr gut. Der Richard war auch sehr, sehr fein. Feiner Kerl. Ja. Ja, vielen Dank an Kaltenmachgruppe, vor allem in Remscheid, dass es jetzt auch so funktioniert hat. Eigentlich sind wir es auch nicht anders gewohnt von denen. Vor allem der Herr Schüller, das ist der Geschäftsführer oder der Centerleiter hier in Remscheid. Und hat super geklappt. Also Service 1A. Ja, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu ASG Sound, zu dem lieben André. Die Familie Gresch. Und ja, wir müssen ganz schnell hier handeln. Also wirklich ganz schnell. Hast du ja gerade eben ja, ausgehört. Also das Vergleichsmodell für letztes Jahr oder beziehungsweise letztes M3 Competition Modell. Schon sehr enttäuschend, ne? Ja. Und glaubst du mir, hier knallt gar nichts? Wie bei dem alten Modell? Ja, leider irgendwie schon, glaube ich. Na, wir haben jetzt 19 Kilometer drauf. Also wir können jetzt auch nicht Gas geben oder so. Mhm. Aber ja, wir müssen jetzt erstmal 2000 Kilometer das Fahrzeug einfahren. Kriegst du hin, ne? Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Ja, die Bremsen müssen halt eingefahren werden. Da ist schon BMW, vor allem im M-Bereich, sehr strikt. Und die sehen ja auch, wenn du jetzt übertreibst. Und ja, ich glaube, das kann sogar bis zu Entfall von Garantie hinkommen. Okay. Also nee, so eigentlich zeitgemäßes Auto. Ich bin sehr zufrieden. Ich kann jetzt, wie gesagt, kein Gas geben, aber also der ist schon hecklastig, muss ja, man sagen. Ja, das merkt man. Haben wir schon gerade gemerkt, ne? Das merkt man, ja. Ja, da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Ja, die Jungs haben noch mal hier BMW M Performance Drink uns gegönnt. Den trinken wir später. Ich bin eigentlich gar nicht so der Energy-Typ. Ja. Ja, wie findest du das Auto denn? Ich find's brutal. Also, okay.
Also ich finde das Auto super. Also Qualität brauchen wir ja nicht zu sprechen bei BMW. Nee. Es hat sich schon echt, also wirklich sehr viel alles geändert. Ja. Also vieles. Sehr vieles. Also im Vergleich zu dem alten, absolut ein anderes Auto. Ja. Ja, das stimmt. Die Sitze, ich muss sagen, optisch brutal. Optisch, ja, absolut brutal. Ich finde aber auch vom Sitzverhalten. Ja, ja, aber wir beide haben schon einen Kilounterschied, ne? Also meine Hüfte presst sich da gerade rein wie ein Leberwurst, ohne Scheiß. Echt? Ja, verdammt. Okay, das ist mies. Bei mir geht's. Aber muss man gucken. Also mit der Zeit verschleißt sich ja auch das Ganze. Ja. Dann wird es auch ein bisschen breiter oder vielleicht wird meine Hüfte ja ein bisschen kleiner. Wer weiß das schon mit der Zeit. Kriegen wir auch hin. Ja. Wie lange müssen wir fahren? Wir fahren jetzt ungefähr eine halbe Stunde. Okay. Der André ist wie immer absolut sauer auf mich. Also komplett sauer auf mich. Wenn wir da ankommen, vor der Kamera wird er nichts sagen, aber hinter den Kulissen. Hat der Stress oder? Ja, der macht Stress auf jeden Fall. Ja, weil das ist immer so ein Never-End-Story mit mir, ne? Mit ihm und mir. Ich bin so der typische Patient, ja, der immer zwischen den Terminen grätscht. Aber unser Verhältnis ist so gut, dass er sich den Stress leider für ihn annimmt. Mhm. Und damit tut er sich normalerweise keinen Gefallen, aber mir. Oh, Riesengefallen. Ja, ich bedeute dem ein bisschen mehr, glaube ich, dass er das mit sich machen lässt. Das ist perfekt. Ja, was soll man noch sagen? Wir fahren erstmal eine Runde. Ja, ich bin aber happy. Ich bin sehr happy. Ja, das glaube ich hier. Ja. Geiles Auto. Sehr happy. Schade, dass wir jetzt nicht einfach ballern können. Ja gut, das Video kommt dann später. Das kriegen wir auch hin. Perfekt. Alles klar, dann bis gleich. Sind wir ganz gediegen nach Gummersbach gekommen, sind auch angekommen. Da ist der Sebastian auch. Ah. Ja, da gehen wir zu dem lieben André rein. Bin ich mal gespannt. Ja.